heute Miroslavov und Paul Janke. Wir plaudern ein bisschen über Dating-Shows, wo ihr ja beide mitgemacht habt. Warum eigentlich? Ja, ich habe anders einfach keine Frau kennengelernt und deshalb dachte ich mir, ich muss einfach ins TV, um überhaupt eine Chance zu haben, eine Frau jemals in meinem Leben kennenzulernen. Oh, wir haben Mitleid. Wir haben wirklich Mitleid. Hat er dann aber nicht ganz geklappt. Nee, leider nicht. Also 10 Jahre danach immer noch nicht geklappt. Irgendwas muss falsch machen. Okay, ich bin immer noch auf der Suche, aber irgendwie wird es nicht. Wahrscheinlich muss ich nochmal gehen. Würdest du? Ah, stand ja mal im Raum, ehrlich gesagt. Jubiläumsstaffel. Ich weiß allerdings nicht, ob es eine gute Idee wäre. Ich finde, so ein zweiter Teil kann gut sein, kann aber auch in die Hose gehen. Naja, aber das ist mehr oder weniger Wahnsinn sein. Du warst einmal der Bachelor, der Ur-Bachelor, und dann warst du bei Bachelor in Paradise auch dabei. Okay, aber Bachelor in Paradise ist ja jetzt mit dem Bachelor, wo du the one and only bist, nicht ganz zu vergleichen, ne? Ist schon eine komplett andere Sendung. Warum nenne ich eigentlich alle den Ur-Bachelor, wenn du eigentlich der Zweite bist? Weil ich schon so alt aussehe. Nee, aber komischerweise wissen das wirklich viele nicht. Viele denken wirklich, dass ich der erste Bachelor war. Ist natürlich auch dem geschuldet, dass der erste Bachelor hat damals nicht funktioniert. Nicht die Zeit von Reality gewesen, warum auch immer. Und dann hat man ja 8 Jahre Pause gemacht und mit mir wieder angefangen. Deshalb glaube ich, doch so lange. Waren 8 Jahre Pause, deshalb hat das viele, glaube ich, nicht auf dem Schirm. Und jetzt bist du ja der Barkeeper. Wie ist denn die Rolle als Barkeeper? Ich meine, passend? Also ich muss sagen, ich mag die Rolle super gerne, weil du natürlich den ganzen Blick hast, du kannst alles super beobachten. Alle kommen sich ausweilen bei dir. Alle sind da. Also, was ich ja wirklich krass fand dieses Jahr oder letztes Jahr, dass es gab, glaube ich, keine Sekunde, wo ich allein am Tresen stand. Ja? Es war immer, als ich kam, kamen immer alle an Tresen, und es war eigentlich immer super lustig. Und deshalb ist es eigentlich eine schöne Rolle. Man ist so ein bisschen außen vor, man guckt sich das von außen an. Und du gibst dann auch Tipps? Ja. Kommt man sich ausweinen? Ja, du, ich meine, in meinem Alter hat man natürlich ein bisschen mehr Lebenserfahrung. Ne? Das war ein alter Hase. Kann man vielleicht den einen oder anderen Tipp geben. Ja, aber geht das als Dauersingle? Ja, natürlich. Das ist ja... Das also bei anderen bist du gut. Leider, das man ist hört ja sich seine Tipps an und dann macht man genau das Gegenteil. Okay. Das ist ja wie bei den Psychologen. Da denkt man ja auch immer, die müssen eigentlich selber beiden gehen. Tun die meisten ja auch, Gott sei Dank. Ja. Aber die meisten denken, du stehst ein paar Minuten an der Bar, eben dass ein paar Bilder gedreht werden, aber du arbeitest da ja richtig, oder? Naja, jetzt übertreiben wir nicht. Aber man muss Arbeit, die 2 Cocktails. Ach so, das 2 Cocktails stellst du hin und dann gehst du wieder? Nein, aber ich war schon einige Stunden jeden Tag da. Ne? Das zieht sich dann schon. Da wird das vielleicht auch in dem kurzen Ausschnitt nicht so deutlich, weil natürlich auch andere Sachen im Fokus stehen. Ne? Ich meine, was passiert auf den Einzeldates, was passiert zwischen den Kandidaten, da bin ich ja dann nicht so im Fokus. Aber ich war schon jeden Tag einige Stunden da, muss dann natürlich auch Interviews geben, und insofern war das schon auch immer, aber es hat Spaß gemacht. Es macht wirklich immer sehr viel Spaß. Wie war das für dich da drin? Du wolltest ja eigentlich auch Bachelor werden, oder? Ja, eigentlich schon. Mir fehlt das, was Paul hat. Das wäre? Ja, weiß ich nicht, Paul. Sag, was fehlt ihm denn? Was fehlt ihm denn zum Bachelor? Du hast gerade gesagt, man hat dich nicht so viel gesehen, so. Man hat sich aber immer noch mehr gesehen als mich. So lange war ich da leider nicht dabei, ich war leider länger in Schutzzeit. Ich war 10 Tage im Hotel, komplett allein eingesperrt, ohne Handy, ohne nichts. Da kriegst du wirklich einen Lagerkoller. Gott sei Dank liefen da gerade die Olympischen Spiele. Also ich kenne mich jetzt in allen Sportarten aus. Okay. Bogenschießen und so, da kannst du mich alles fragen. In der Villa war ich dann nur 4-5 Tage. Die waren dafür sehr intensiv und sehr schön, sehr aufregend, aber es war dann leider einfach viel zu schnell vorbei und ich glaube auch sehr überraschend. Also ich sag mal, das ist natürlich immer das Blöde. Ne? Ich meine, ich kenne es aus eigener Erfahrung, als ich bei Bachelor Paradise Kandidat war, bin ich auch etwas später reingekommen und ich wäre beinahe in der ersten Nacht wieder gegangen. Stimmt, ne? Du hast so eine Mitleidshose bekommen. Genau, genau. Nein, aber es ist manchmal, das heißt ja nicht, dass man jetzt schlechter ist als jemand anders, sondern ist die Kandidatin, die dann da sind, passen einfach nicht. Erstens ist es immer sehr schwierig, wenn man neu reinkommt. Das sind schon Konstellationen, die sich gegenseitig schon verschulden, auch auf irgendeine Art und Weise. So, ja, ich habe dir doch die Rose gegeben, du musst mich jetzt quasi retten. Das ist schon mal der erste Schwierigkeitsgrad. Und der zweite ist einfach,
wenn da keine passende für dich ist, du kannst dich da zwingen. So. Es kommen zwar immer wieder neue Leute rein, aber dann bist du halt nicht da. Ja. Stimmt, also für dich, es wäre auch für dich nichts Passendes dabei gewesen. Nein. Also ich bin reingekommen, es war so, optisch hat mich jetzt keine umgehauen, obwohl das natürlich alles tolle Frauen waren. Aber so dieser Kick hat gefehlt. Dann habe ich es für mich als Experiment so genommen. Ich habe mir gedacht, okay, ich gehe jetzt überhaupt nicht nach dem Aussehen, sondern einfach nur rein nach den Gesprächen. Und mit dem Miss Jessica hatte ich eigentlich tolle Gespräche und wir konnten wirklich von früh bis spät. Wieso ist denn das dann? Wir haben danach wieder Kontakte gehabt und die hat mir erklärt, das lag wirklich einfach nur daran, weil die Donja sie so beeinflusst hat. Also die Donja hat ihr anscheinend erzählt, dass bei meinem Date mit der Donja hätte ich ihr Sachen erzählt, versprochen, keine Ahnung. Also sie hat einfach angelogen. Und dann war die Miss Jessica so verunsichert, dass sie gedacht hat, okay, spielt er mir nur was vor. Und nur aus dem Grund hat sie es gemacht. Okay. Und sie bereut, dass sie gesagt hat. Ja. Aber habt ihr euch nochmal getroffen? Nee, wir haben nur geschrieben. Ja. Wie wäre es bei der Bachelorette? Wäre das was für dich gewesen? Bachelorette, einer von vielen? Das, ja, die Frage stellt sich ja eigentlich für mich nicht. Weil wenn du natürlich der Bachelor warst, es ist natürlich immer schöner, der eine zu sein, als einer von 20. Ja. Insofern hat sich die Frage nie gestellt. Ich muss ehrlich gestehen, ich hätte mich jetzt nie für einen Bachelor beworben, ich hätte mich auch nie für die Bachelorette beworben. Also die kam damals auf mich zu und es war wirklich Zufall. Und insofern hätte ich, glaube ich, jetzt bei der Bachelorette, also gar nicht mal, also ich finde es ist auch eine coole Challenge. Ne? Also man ist halt nicht der Einzige, sondern man muss sich beweisen. Also es hat natürlich auch was. Trotzdem ist es natürlich, wenn nur einer da ist, dann haben die Mädels natürlich gar keine Auswahl. Das heißt natürlich jetzt auch nicht, dass ich bin der Bachelor und 20 Frauen kommen da hin und schreien, juhu, auf Paul habe ich gewartet. Ja, ich hatte jetzt gerade letztens, da gab es zum Beispiel, es war sogar eine Österreicherin, Bernadette. Mhm. Die war, glaube ich, mal ein Playboy, ist eine Österreicherin. Ich glaube. Hast du gemerkt, okay, ja. Bernadette, okay. Ja. Nein, also, nein, aber die beispielsweise, die habe ich auf mein erstes Date auch mitgenommen, die fand ich jetzt optisch gut. Das Date war okay, aber ich habe gemerkt, von ihrer Seite war nichts da. Und dann hat sie auch zu mir gesagt, ja, du bist so freundschaftlich. Und dann habe ich sie halt rausgeschmissen, weil ich suche keine Freunde. Also, was hast du für ein Gedächtnis? Wie lange ist das her? 11 Jahre. Ne? Lass dich sowas für einen Eindruck hinterlassen. Aber da habe ich sie natürlich nach Hause geschickt, weil wenn sie sagt, es ist ja genau. Ja. Na, okay. Obwohl ich sie jetzt optisch und so weiter nicht schlecht fand. Okay. Also Bachelorette nie im Leben. Ich könnte das niemals da jetzt gegen andere Männer kämpfen, um eine Frau. Also andersrum ja gerne. So, ja. Aber selber nein. Ich soll ja jeder machen, wie er möchte, aber ich weiß nicht. Ich würde das irgendwie nicht mit mir selber vereinbaren können, wenn ich weiß, sie geht auf Dates mit anderen Typen und die kommen sich näher und ich sitze in der Villa und warte, dass ich auch näher kommen darf. Das ist so ja, einer von vielen irgendwie. Ja. Mein Problem wäre gar nicht das Problem, sondern mein Problem wäre, dass eine Frau mir gefallen würde. Das noch nie gehabt, gell? Nein, ich bin sehr picky, ja. Und wenn ich mir jetzt auch die Bachelorettes an... Ich hätte zu viel Angst, dass sie reinkommt und ich sage, ist nicht meins. Aber weißt du, was mal geil wäre? Das ist noch nie passiert und ich würde das so feiern, wenn die mit dem Auto vorkommen und dann sagen so, komm, wir fahren weiter. Oder kurz aussteigen, so, nee, lass mal umdrehen, wieder ins Auto steigen, wegfahren. Ja, okay, aber kannst du ja optisch auch nicht machen. Also kannst du nicht machen? Ja, weil dann bist du oberflächlich und alles, ich weiß. Aber es wäre mal so eine ehrliche Aktion, oder? Ja, wobei du bleibst in Erinnerung. Ja, und der letzte Bachelorette sind ja eben Typen davon gelaufen. Ich meine, da ist ja einer. Ja, aber die waren schon da. Ja, aber trotzdem, das war ja auch. Also, ich meine, mit der letzte Bachelorette, nicht böse gemeint, aber. Das war eine Schlaftablette, hm? Ja, ist so. Ist ja nicht böse gemeint. Ist ja nicht böse? Ja, ich meine, ein Energiebündel war es nicht. Ja. Aber ich sag mal, okay, Jessica Paschka, Gerda, ansonsten. Melissa bei Love Island ist die schon. Aber Melissa hat mich auch nicht gecatcht. Melissa war auch. Die Gerda wirklich? Gerda fand ich jetzt, wäre jetzt nicht mein. Also charakterlich wäre das, würde das glaube ich nicht passen. Aber sie war schon optisch eine Erscheinung, fand ich. Okay. Finde ich schon.
Also ich meine, ich habe sie nie persönlich kennengelernt, aber optisch finde ich, war sie schon ein Hingucker. Ja, also ich glaube, ich weiß auch von vielen Männern, dass sie sie mega gut finden, auch bei Bachelor in Paradise. Du wirst ja vorher gefragt, wen du dir wünschst und von den anderen Staffeln. Und fast alle Typen haben Gerda gesagt und Judith, die dann auch wirklich da war. Das hat mich auch sehr überrascht. Da war ich überrascht. Ja. Die fand ich jetzt gar nicht so. Ja, aber die haben sich wirklich sehr viele Männer gegeben. Du hast ja auch gesehen, wie Serkan und Laura da auf die geflogen sind. Ja. Ich habe mir niemanden gewünscht übrigens, weil du gefragt hast. Ich habe alles auf mich zukommen lassen. Hätte ich mal gemacht, hä? Ja, wahrscheinlich. Ich wäre länger dabei gewesen. Besser gewesen. Ja. Warum macht man denn überhaupt bei so einem Dating-Format mit? Geht es wirklich darum, jemanden kennenzulernen oder geht es darum, ein paar Instagram-Follower mehr zu kriegen? Darum, die große Liebe zu finden. Oh ja, genau. Komm, Miro. Die Wahrheit. Ja, wie gesagt, ich wäre gern Bachelor geworden, weil ich einfach, ich glaube, das macht mega viel Spaß. Definitiv. Ich glaube, das ist auch etwas, was man sich dann auch gerne, na, in 10 Jahren, 20, 30 nochmal gerne anschaut. So. Ich glaube, das ist auch, ja, das ist etwas, was bleibt. Irgendwann mal, wenn du Kinder hast, kannst du dir sagen, ja, guck mal, was dein Papa so gemacht hat. Also das. Wirklich? Naja, kommt doch von mir. Ich weiß nicht. Kommt doch von wie man es gemacht hat. Ich muss dir ganz ehrlich sagen. Sagst du das mal deinen Kindern? Im Halbfinale, ne? Also ich meine, okay, ich war ja der anständige Bachelor, ja? Ich habe nur mit den letzten. Mann, ja. Ja, hallo, ich habe nur mit den letzten drei geknutscht. Wirklich? Ja. Ist das eigentlich der, also das Mindeste? Der Mindestabrekord? Hat wer das unterboten? Nein. Ah. Nein. Okay. Aber ich muss sagen, im Halbfinale, wo du jetzt sagst, meinen Kindern zeigen, als ich dann die drei Dream Dates gesehen habe und mit allen drei Knutsch in einer Abfolge von 3 Minuten, das war mir schon unangenehm. Aber für seine Gefühle kann man noch nicht. Nein. Es ist ja auch nicht die Realität, muss man sagen. Ja, es ist normalerweise, wenn ich jetzt eine Frau kennenlerne und die gut finde und date, dann treffe ich mich ja nicht morgen mit einer anderen. Das ist natürlich, das macht das Format. Und komischerweise, das glaubt man nicht. Man übernimmt es. Man ist verwirrt. Man weiß wirklich, weil man hat ja schöne Dates, Traumlocations, und dann ist man heute mit der, morgen mit der. Man kann sich als Außensteher nicht vorstellen, dass man da nicht genau weiß, was man jetzt. Das ist ganz komisch. Wann sagen dir alle denn, Bachelor. Ja, ich denke, das hat ich auch schon öfter gehört, aber wann war dir denn klar, wer die letzte Hose kriegt? War das wirklich so in der letzten Minute so eine Bauchentscheidung dann, oder? Also es war jetzt nicht klar vor den Dream Dates. Ich habe mir gedacht. Habe ich mir auch gedacht, ich hätte schwören können, wenn mir das jemand gesagt hätte, das musst du doch gleich am Anfang wissen und dann weißt du, wen du nicht. Aber es war ganz komisch. Ich glaube am Anfang, so optisch hast du deine 2, 3 Favoriten. So. Mhm. Und dann am Ende hast du schon mit jeder, hast du eine ganz spezielle eigene Geschichte irgendwie durchlebt. Du warst auf ganz speziellen Dates mit der, du hast eine ganz andere Verbindung zu der. Und ich glaube, du kannst ja nicht sagen, es ist schöner mit der anderen, sondern es ist einfach anders. Es ist mit der schön, es ist mit der anders schön und mit der anders schön und dann... Also ich muss sagen, optisch hätte ich jemand ganz anders. Die habe ich relativ, die war unter den letzten 7, glaube ich. Aber da war halt im Gespräch, Martha war für mich mit Abstand die hübscheste. Ja, Abstand. Aber reden kann ich. War Bulgarin, ich weiß nicht, ob es jetzt auch sprachlich eine Barriere war, aber da war... Du hättest ja Bulgarisch lernen können. Ja, aber da war jetzt, da hat mir was gefehlt. Okay, wie ist das mit jetzt Instagram eben? Follower? Liest du deine Nachrichten? Also, nee, du bist natürlich wesentlich mehr gekriegt, bei dir braucht man gar nicht reden, das ist weiß Gott wo weit oben. Nee, also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so ein bisschen, das darf man auch nie vergessen, als ich damals Bachelor war, da gab es gar kein Instagram, ja. Also ich habe wirklich damals gesagt, ich mach, das ist eine Chance, eine Frau kennenzulernen. Aber ich habe es damals nicht gemacht, um irgendwie Follower zu sammeln oder in die Öffentlichkeit zu kommen. Das war überhaupt nicht meine Das ist auch ein Ding, was ich mega jetzt schade finde, dass du halt bei vielen merkst, dass sie es nur wegen Instagram machen. Und früher, das war halt ehrlicher in gewisser Weise, weil es ging da wirklich darum, entweder du findest einen Partner oder eben nicht. Und hier ist es, entweder du findest einen Partner oder du findest Abonnenten. Also ich sag mal, ich will es gar nicht abstreiten, weil jeder sucht ja nach der Liebe, ja? Egal, ob du auch Follower sammelst oder nicht, du suchst trotzdem nach der Liebe. Aber hier ist es einfach nur ein Bonus. Und genau, hier ist es so, ich trete in die Öffentlichkeit mit der Chance, jemanden kennenzulernen. Genau. Also da sind die Prioritäten leider. Und das merkt man auch und das finde ich mega schade.
Das stimmt. Merkt man auch bei Germany's Next Top Model. Ist auch so. Natürlich. Es ist in all diesen Formaten, merkst du, dass es einfach nicht mehr um das geht, worum es gehen sollte. Und jeder will einfach nur noch auffallen, um jeden Preis. Und es ist eigentlich der Mann in dem Fall oder die Frau, da ist dann eigentlich egal. Jeder will so seine Show durchziehen und die nach Erinnerung bleiben. Ich meine jetzt auch Jellis beispielsweise, die dann am Ende... Mit der Ohrfeige. Ja, also ich sag mal, ich finde... Sorry, also es geht stell dir vor, es wäre umgekehrt. Was wäre dann los? Ja, aber, alle schreien Gleichberechtigung, aber... Ich finde es nicht mal, weißt du, und danach noch sagen, hätte ich mal die Faust genommen. Ich finde, einfach um aufzufallen, ja. Hat sie aber geschafft in dem Fall. Ja, das ist leider so. Aber, ja. Ja, aber du hast es ja aus jeder Staffel, hast du zwei, drei, die, und jetzt haben wir es auch wieder, die Schwarze, die ins Dschungelcamp einzieht. Linda. Linda, genau, ja. Die Linda, die beim letzten Bachelor war. Aber hat die sich jetzt auch für den Playboy ausgezogen? Die ist am Cover, ja. Tu nicht so, hat sie, ich weiß es gar nicht. Nee. Hängt zu Hause groß. Die Plakate. Wirklich, die Playboy-Plakate. Sag mal. Naja, das weiß man doch. Ist doch ästhetisch. Wo ist denn die Grenze bei euch? Eben Dschungelcamp zum Beispiel, wäre das was? Du warst ja als einer der wenigen deutschen Promis noch nicht drinnen. Also ich hab eigentlich fast alles gemacht, aber Dschungel habe ich nicht gemacht. Ich hatte damals eine Anfrage. Damals war es für mich kein Thema, ehrlich gesagt. Mittlerweile muss ich sagen, es ist irgendwie Kult geworden. Ja. Ich finde es nicht damals mehr... Damals war es nur Trash, jetzt ist es Trash und Kult. Ja. Ah, würdest du? Da müssen wirklich viele Faktoren zusammenpassen. Viele Nuller. Nein, also... Viele Nuller im Traum. Nein. Natürlich spielt das auch alles eine Rolle. Ich sag mal, für ein Apfel und ein Ei, dann mache ich mal was anderes, ja? Weißt du, was ich nie verstanden habe? Schön, dass ich unterbreche. Also ich finde im Dschungel eigentlich nichts schlimm, so von den Aufgaben. Ja. Außer dieser Essens-Challenge. So, da musst du irgendwelche Känguru-Boden essen, was weiß ich. Das sind Riesenportionen und sehr wenig Zeit. Was machen die Kandidaten? Die quälen sich dadurch, die versuchen es, essen es, schaffen es dann aber meistens nicht, weil die Portionen einfach zu riesig sind. Dann sage ich doch gleich von Anfang an, hey, ich mache das einfach nicht. Also du hast schon die Taktik für den Dschungel. Ich habe die Taktik. Du würdest ich einfach würde alles machen, aber ablehnen. Essen würde ich nicht anders. Du würdest von vornherein ablehnen und dich total beliebt so machen im Camp. Ja, mein Gott. Dann kannst du zu ihm sagen, ich habe es probiert, darum geht's doch dann. Kannst du es ja auch so sagen. Bisschen oh. Jürgen Milski hat auch von vornherein gesagt, ey, ist fix. Ja, eh. Das machen eh viele. Das sagen mir auch jetzt schon vor viel einige. Ja. Aber ich könnte es am meisten. Du könntest mir 5 Millionen hinlegen, ich könnte es nicht essen. Ist einfach so. Ich könnte es nicht essen. Ja, weil du 5 Millionen jedes Monat verdienst. Ich meine, wenn du da reingehst, musst du damit rechnen, dass sowas kommt. Das ist so. Du musst ja nicht alles machen. Ja, das nein, nicht. Du musst machen du dich nicht. Die, die es versuchen und dann scheitern, das sind die ärmsten Säue. So. Die haben es ja trotzdem gemacht. Ja. Und war für nix. Kommt trotzdem ohne Sterne zurück. So. Aber ich sage mal so, wenn du Dschungelkönig werden willst, dann musst du die Sachen machen. Du musst alles machen. Ja, musst du machen. Musst du echt schwerste Kleidung tragen. Aber was würde ich denn sagen? Könntest du denn so was ohne Essen? Ohne Essen. Kommt doch mal was für ein. Bei mir stellt sich ja. Okay. Bei mir stellt sich die Frage nicht, dass ich werde definitiv nie in den Dschungel einziehen. Ja, das war ja nicht meine Frage. Ich weiß, deswegen haben wir das nicht überlegt. Ja, warum nicht? Vielleicht. Ja. Ich glaube schon witzig. Das ist eine Kopfsache. Witzige. Ich glaube, das ist auch eine Kopfsache. Musst du ja Leute einfach denken, dass das was anderes ist vielleicht. Ja. Ich weiß nicht. Ich habe aber nicht vor, es zu probieren. Okay. Aber würde euch das reizen, Dschungelcamp? Du sagst, wenn die Faktoren stimmen bei dir? Ich sage auch. Also ich glaube, jeder Mensch ist irgendwann mal käuflich. Und wenn die Bedingungen passen... Du, es hat für mich nicht nur was mit käuflich zu tun. Also es ist schon auch gesagt, eine mega coole Erfahrung. Also es ist glaube ich, schon eine coole Erfahrung. Ja. Und sind wir jetzt mal ehrlich, also ich lebe ja auch von der Öffentlichkeit, insofern ist es ja auch losgelöst von dem Geld, was du da verdienst, kann es ja auch ein Booster sein. Ne? Also ich meine, Olivia Jones hat davon profitiert, Ross Anthony, Menderes, es gibt schon Leute, die wirklich auch richtig profitiert haben. Ja? Und insofern, das ist jetzt auch keine Hartz-IV-Sendung, die jetzt nur die Ungebildete gucken, es gucken auch. Das gucken alle, auch wenn es nicht zugeht. Ja, das schauen wirklich alle, das stimmt. Was würde dich denn prinzipiell für ein Format reizen? Ich liebe Formate mitzuspielen. Also zum Beispiel Sommerhaus der Stars finde ich diese Kappelspiele, die finde ich so geil. Dieses also Sommerhaus der Stars würde ich nicht machen. Warum? Weil es crasht, oder? Weil mir einfach das Image ist für mich einfach unten durch und ich finde, mir da irgendwie so ein Mickey-Maus-Kostüm anziehen und das ist nicht meins. Also, und ich finde das Niveau
echt grenzwertig. Ja, aber das liegt an den Leuten, ja, die es machen. Aber die sind, ja, aber wenn du bist dort einfach bist, mit den Leuten da drin. Ja, aber du musst dich ja nicht anpassen. Du kannst ja trotzdem mit deinem. Du wirst trotzdem in den Eintopf geschmissen, ja? Nein. Du kannst immer dein Ding machen, du das kannst, stimmt schon. Du musst dich nicht damit anpassen. Aber ein Kostüm anziehen und da den Hampelmann machen. Es gibt nur ein einziges Spiel und das finde ich auch mega witzig. Da ziehst du halt ein Kostüm an. Das ist jetzt kein schlimmes Kostüm, das ist einfach ein Tierkostüm. Da ist so. Und deine, mir auch verdeihen dabei. Mir auch verdeihen. Und deine Partnerin sagt einfach, wo es lang geht. Ich finde das mega witzig, oder? Also, ich glaube, das wäre ein Format, was ich. Oder auch die Spiele da in der Höhe, das ist so herausfordernd. Ja, aber da haben wir doch ein Problem, ihr seid beide Single, oder? Ja. Ich würde auch gerne zum Beispiel zur Couple Challenge gehen, weißt du, das Format kennst. Nee. Da muss man aber nicht unbedingt mit seinem Couple gehen, kann man auch mit seinem Kumpel hingehen. Also, oh, da geht's auch so. Da ist man noch so. Für Gerüchte sagen. Da ist man noch so in einem, apropos neuer Bachelor. da ist man ja auch so an einem Lagerplatz und aber wo wird das ausgestrahlt? Ja, auch RTL Plus. Ja? Ja. Ist mega, also auch mega lustige Spiele. Und da gibt es auch so, kennst du so Exit Room? Ja. Ja, da gibt es auch sowas und so. Also es macht mega Bock. Was halt bei Bachelor in Paradise, bei solchen Formaten halt dazukommt, du machst ja eigentlich nichts. Du stehst in der Früh auf, du bist entweder auf Partnersuche oder du beschäftigst dich mit deinem Partner. Ja, oder du beschäftigst dich mit deinem Partner so. Und dann liegst du halt den ganzen Tag auf dem Daybed rum oder im Pool und du führst die ganze Zeit nur Gespräche. Du hast überhaupt keine Ablenkung. Es ist ja nicht mal so, dass du mal irgendwo hinfährst, dann spielen. Okay, wenn du Glück hast und hast mal ein Date, fährst du mal wohin. Ja. Aber da bist du auch wieder die ganze Zeit mit einem Partner. Also, da hat mir zum Beispiel die Herausforderung, hätte mir glaube ich auf Dauer schon gefehlt. So ein paar Spiele, die bringen schon Salz. Ja, das glaube ich. Aber weil ich mir gesagt habe, Single, du hast gesagt, du bist sehr picky. Was musst du denn haben? Ich habe gefragt, die sind auch noch Single. Ja. Das wollen die Frauen alle wissen. Was musst du denn mitbringen? Ja, alles natürlich. Und das ist alles. Ja. Aussehen, Charakter. Humor, Intelligenz, Verständnis. Aussehen. Wie musst du denn aussehen? Also ich stehe tendenziell schon eher auf den dunklen Typ, wenn ich ehrlich bin. Meine langjährige Ex-Freundin, die war blond. Also es gibt blond und dunkel, aber tendenziell eher, ich stehe eher auf den sportlichen Typ. Ja. Aber Aussehen ist halt wirklich auch, du musst lachen können. Ich mag eine fröhliche Person beispielsweise. Wenn jemand keinen Humor hat, das geht gar nicht. Da kann dir noch so schön sein, aber wenn oder ich mit der so verlisiere, dann nach 2 Minuten, ja gut. Und wenn die halt auch wirklich dumm ist, ist halt auch... Ja. Das ist schwierig. Ja, deswegen seid ihr beide Single. Die gibt's halt nicht, oder? Doch, die gibt es bestimmt da draußen. Also ich habe die auch noch nicht verloren. Ich auch nicht. Nee, du bist ja auch noch ein bisschen jünger als Frau. Was bist du für ein Jahrgang? Ich bin 81. Okay. Ich bin ein 90er. Wie viele gute Jahre habe ich noch? Du kannst gute Jahre. Also ich sage immer, solange ich alles nicht angewiesen bin auf andere Leute und du fit bist, in Dubai lebst. Ja, stimmt. Ich meine, dir geht's ja nicht schlecht. Du reist, du hast ja alles. Ja. Du bist immer in der Sonne. Ja, das stimmt. Er hat auch die Sonne nach Wien gebracht. Ja, vielen Dank dafür. Ja. Wir müssen jetzt noch abschließend über den neuen Bachelor reden. Ja. Der jetzt startet. Wie findest du den denn? Wie ich den finde? Ja. Nicht so toll. Warum? Nein, das ist nicht mein Typ, Mann. Also jetzt optisch nicht? Ja, ich kenne ihn ja nicht persönlich. Ja. Ich kann jetzt nur von der Optik reden. Nein, der ist mir zu geleckt. Der ist mir zu affig. Von der Optik her würde ich ihn eher so bei Prince Charming so in der Sparte sehen. Ja, ich wollte es nicht so direkt sagen. Ja. Mit den blond gefärbten Haaren und so. Und auch seine Ausstrahlung. Also der hat schon sehr Prince Charming Vibes. Okay. So. Was sagst du dazu? Wie findest du ihn? Also ich finde es immer extrem... Also jetzt rein von Bildern ist es immer schwierig. Ich finde, ist natürlich, bewegte Bilder sagen schon sehr, sehr viel mehr als jetzt. Fotos. Ich würde mir gerne die erste Folge angucken und dann mein Urteil. Auch mein Urteil hängt natürlich jetzt nur von den Fotos ab und so. Und dem kann Video, sein, wo er Strand entlang geht. Ja. Aber vielleicht überrascht er uns ja mega und ist voller geiler Typ. So. Ja, dann nehme ich alles wieder gerne zurück. Ich hätte die erste Folge eigentlich schon gedreht und die erste Folge gesehen, aber... Bist du da auch dabei, oder wie? Nee. Aber jetzt auch... Pauli sind für jeder Bachelor. Jetzt ist er da schon höher. In der nächsten ist er da schon höher. Mach die Tür auf. Und die Mädels hat sich auch angeschaut?
ich gestern lustigerweise im Bett kurz vorm Schlafen gehen. Hast du feuchte Träume gehabt? Ich bereite mich auf jede mögliche Frage vor. Hast du feuchte Träume gehabt oder ging's? Feuchte Träume noch nicht, nein, aber ich fand die Jasmin fand ich ganz gut. Glaube ich, so heißt die. Und eine Franzin sind zwei Blondinen. Ja? Ja. Ehrlich? Ja. Also von den Fotos her. Naja, gibt ja nicht mehr. Ja. Hast du durchgeschaut? Ja, ich habe sie mir. Also ich bin das mal auch so überflogen. Wo ist dein Auge hängen geblieben? Ja, ich muss sagen, also da war jetzt nicht. Ich könnte jetzt nicht sagen, die hat mich gecatcht. Okay. Also bin ich. Ja, ich guck mir einfach die du erste Folge an. Immer nein, aber ich guck mir die erste Folge an und dann schau ich mal. Ja. Wie ist das überhaupt, wenn du dir. Du schaust das ja. Du hast ja alle anderen Staffeln auch gesehen. Waren da Staffeln dabei, wo du dir gedacht hast. Schade, die hätte ich dann doch gern bei mir dabei gehabt. Gute Frage. Ja, es gab schon ein paar Namen raus. Sag mal. Ja. Da gab es einen Mann. Die weiß euch eigentlich gar nicht mehr. Das ist schon so lange her. Nee, ne? Du nicht so. Schau, das wissen wir doch. Das Lachen, komm. Ein, zwei Namen werden doch noch eingefallen. Ich glaube, die ihm aufgefallen sind, die hat er eh schon angeschrieben. Wahrscheinlich. Die kann das jetzt nicht nennen. Die waren schon besucht auf Malle. Ja, aber sag mal, bei dir? Ich schau dir schön an. Erstens, schlechter Versuch. Und zweitens, nein, weil sonst hätte ich ja den Namen genannt, als sie mich gefragt hätten. Weißt du? Ja, wenn sie mich gefragt haben für Bachelor and Paradise, hätte ich ja den Namen genannt. Also bist du auch so picky? Ja. Wenn keine einzige dann auf einmal hier. Es waren. Ich komme dir, dass du alleine bist. Du nicht da ablenken. Das geht hier immer, nicht. Das ist immer die beste Frage. Warum bist du eigentlich Single? So eine tolle Frau. So. Ja, sag denn, dass ich Single bin? Haben wir das besprochen? Achso, ne, haben wir da. Ich bin jetzt davon ausgegangen. Ja, ich auch eigentlich. Nein. Eben, wer sagt denn das? Ja, bist du das? Wir reden hier über euch. Also, warte, wo ist mir stehen? Ob da mal eine dabei war. Es gab. Nein, dass du Picke bist, da waren wir. Ja, Picke bin ich, ja, sonst wäre ich nicht Single. Gibt ja Leute, die können einfach nicht alleine sein. So. Blond, braun, was ist dein Typ? Eher hell, ja. Ja, du bist naja, man sagt ja oft immer. Genau das Gegenteil. Aber ich habe gelesen, dass in unseren Kreisen zählt eher gleich und gleich gesellt sich. Gern. Ja, das ist mehr als Gegensätze ziehen sich auf. Lustig. Aber ich meine, es hat ja alles Vor- und Nachteile, aber. Man will auch jemand mit denselben Werten. Und das Interessante ist, dass man sich selbst sehr gut einschätzt, eigentlich bei der Partnerwahl, weil man nie irgendwie zu hoch die Ansprüche stellt. Also, wenn du eine 8 bist, dann nimmst du dir maximal eine 9. So. Und viele können sich selber gut da einschätzen, habe ich gelesen. Wirklich? Ja, so, in der Partnerwahl anscheinend schon. Wenn ich mir so die Paare anschaue, das denke ich mir manchmal, das geht so nicht. Ja, okay, aber da ist die 8 ja vielleicht oder die 10 auch nicht immer auf das Äußerliche, sondern. Die sind so oberflächlich, die geht's nur so aussehen. Stimmt, ja. Entschuldigung, das war jetzt schon wieder. Ja, shame on me, das war schon wieder sehr oberflächlich. So ist das. Ja, aber ganz ehrlich, keiner gibt es gerne zu, aber am Anfang sind wir alle oberflächlich. Also, da bin ich du jetzt. Du gibst ja jemandem keine Chance, wenn die Person dir gar nicht gefällt. Wenn jetzt irgend so ein Penner zu dir kommt und du bist eine Frau, dann gibst du dir keine Chance, auch wenn er vielleicht ein goldenes Herz hat. Bei mir würde, es muss optisch absolut passen, ansonsten würde es nicht. Achso, sogar. Es würde nicht funktionieren. Ja. Weil, sind wir ja mal ehrlich. Du würdest dich immer umblicken so. Wenn die sexuelle Seite nicht stimmt, dann wird es auf Dauer nie funktionieren. Ist einfach so. Sex ist der Kleber. Es stimmt und deswegen immer dieses, wenn man ihm sagt, nein, es geht nicht um die Optik. Wissen wir alle. Am Anfang wenn zumindest nicht schon. Findest, also ich finde auch danach. Ich finde nicht nur am Anfang. Ja, aber gerade am Anfang ist es wichtig, dass du überhaupt der Person eine Chance gibst, ihren Charakter kennenzulernen. Aber wenn mir jemand. Oft bleibst du dann zusammen? Aber wenn mir jemand optisch nicht hundertprozentig gefällt, na, das. Es würde bei mir. Ich weiß, dass es oberflächlich ist, aber es würde nicht funktionieren. Ja, ich verstehe dich. Also dürfen die Mädels weiter fleißig schreiben. Immer schreiben. Lest ihr alle Nachrichten? Antwortet ihr? Antwortet ihr manchmal? Ausgewählt. Ah, du guckst wenn das Foto schön ist. Ist und du bist mir ein. Ja, wenn ich dann eine Frage habe, so, wo hast du die Tasche her? Ja. Wo hast du denn die Tasche? Ich habe zwei Schwestern und die haben jedes Jahr Geburtstag. Ja, und da brauchen wir auch Geschenksideen.
Nur deswegen schreibe ich. Verstehe ich. Guter Grund. Toll, ja. Bester Bruder. Bist du, zieht es bei den Mädels jetzt die Bachelor in Paradise nur, dass du da dabei warst? Oder ist das eher schwieriger dadurch? Tatsächlich, viele sagen dann, ich mag keinen Typen, der in der Öffentlichkeit steht. Zum Beispiel Lola, die Moderatorin. Ja, ich wollte es gerade sagen, hat es gerade gesagt. Die, ja? Wir folgen beide Promiflash. Ich habe gerade gesagt, für sie kommt ja keiner aus der Öffentlichkeit. Verstehe ich aber. Alles Narzissten. Guck mal uns an. Ja, weil. Nee. Es ist nicht wundern, dann ist sie aber auch eine, ja? Außerdem ist es immer schlecht zu verallgemeinern. So. Klar gibt es ein paar Narzissten, aber gibt es auch bei den Piloten, gibt es glaube ich in jeder Branche. Ja, ist das Flirten leichter, wenn man eine gewisse Bekanntheit hat, oder macht es schwerer, wenn man sich nicht sicher ist, was die Frauen dann wollen? Naja, auf der einen Seite macht es natürlich den Erstkontakt einfacher, finde ich, ins Gespräch zu kommen. Wiederum ist es am Ende, glaube ich, schwieriger, weil du abschätzen musst, was die Absichten haben. Ja. Wie gesagt, bei mir ist es unterschiedlich. Manche sagen, manche geben dir auch sofort diesen Trash-TV-Stempel auf die Stirn. Die geben dir gar keine Chance. Ah nein, der macht Trash-TV, der muss dumm. Du kennst doch die ganzen Vorurteile, dumm, oberflächlich, bla bla bla. Oberflächlich sind wir, dumm. Ja. Und, so. Wo ich es aber tatsächlich bemerkt habe, dass es einem hilft bei der Partnersuche, war, du weißt ja mal, bei Austria's Next Topmodel mitgemacht, vor Jahren. Da habe ich es gemerkt. Also wenn ich zum Beispiel vorher in einem Club war, wo sich vielleicht 2-3 Frauen umgedreht haben, und dann war ich nach Austria's Next Topmodel im selben Club und auf einmal sich alle umdrehen und du merkst, sie hat dich vorher im Arsch nicht angeschaut, da hast du gemerkt, okay, es liegt jetzt wirklich nur an der TV-Präsenz, weil du hast dich ja nicht verändert, weder als Mensch noch vom Aussehen her. Da habe ich es sehr gemerkt, jetzt bei Bachelor in Paradise, vielleicht auch dadurch, dass ich jetzt älter geworden bin, ist es nicht so heftig wie damals.